Von der Firma GoCNC habe ich einen Bausatz für die Mechanik dieser Next 3D CNC-Fräse kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Die Abmessungen der Mechanik betragen etwa 46 x 49 x 42 cm bei einem Gewicht von 11 kg und die Achsen können über 32 x 29,5 x 9 cm bewegt werden. Die Next 3D-Serie ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Da ich immer predige, dass kleiner besser ist, habe ich die Version S, also die kompakteste Mechanik, gewählt. Die Aluminiumgrundplatte mit T-Nuten zur Befestigung von Werkstücken ist als Extra erhältlich. Die Bauanleitung kommt mit wenigen Worten daher, ist aber mit vielen aussagekräftigen Abbildungen versehen. Die zur Montage benötigten Werkzeuge liegen im Bausatz nicht bei. Der Aufbau ist nichts für blutige Anfänger, ein wenig Erfahrung und eine Werkzeuggrundausstattung sollten vorhanden sein. Gegen Aufpreis wird die Next 3D auch komplett montiert geliefert. Ich habe zwei volle Tage für die Montage benötigt, dabei aber auch viele Fotos und ein paar Videos der Baufortschritte angefertigt. Wer sich einen Überblick über die durchzuführenden Arbeitsschritte verschaffen möchte, findet auf meinen Seiten viele der gemachten Fotos. Die Mechanik ist sehr stabil, der Rahmen besteht aus dickwandigen Aluprofilen und aus 8 mm Stahlplatten. Die Achsen werden mit Hilfe von drehmomentstarken Schrittmotoren über Spindeln bewegt, die Führungsmuttern sind aus Messing. Die Y-Achse der Portalfräse wird mit nur einem Schrittmotor angetrieben, die zweite Spindel wird über einen Zahnriemen synchron mitgedreht. Die Führung erfolgt auf der Innenseite der Aluprofile über kugelgelagerte Messingrollen, dabei wird eine so hohe Vorspannung auf die Rollen gegeben, dass eine Seitenkraft von etwa 2 kg benötigt wird, um die Mechanik zu bewegen. Die Spindelantriebe befinden sich unter Aluminiumabdeckungen und Gummilippen verhindern das Eindringen von Schmutz an den Oberkanten. Die Treiberplatine für die Schrittmotoren ist im Bausatz enthalten. Als Schnittstelle ist eine Buchse mit 25 Pins nach außen geführt, die üblicherweise mit dem Parallelport eines Computers verbunden wird. Rechenknechte sind heutzutage nicht mehr mit derartigen Schnittstellen ausgestattet. Die Belegung der Pins ist in der Bauanleitung jedoch dokumentiert, womit eine beliebige Elektronik zur Ansteuerung aufgebaut werden kann. Ich verwende hier den als Extra von GoCNC erhältlichen G-Code Prozessor 3D. Dabei handelt es sich im Innern des Gehäuses um einen Atmega 328P Mikrocontroller mit Arduino Bootloader, auf dem GRBL in der Version 0.9 läuft. GRBL ist Open Source, die Firmware kann somit bei Bedarf jederzeit angepasst werden. Über das Terminalfenster der Arduino IDE können testweise G-Code-Befehle gesendet werden. Zur deutlich komfortableren Maschinensteuerung verwende ich den Universal G-Code Sender, ein auf Java basierendes Open-Source-Programm. Auch damit lassen sich per Terminal Befehle direkt an die Firmware senden. Vor dem Einschalten der Next 3D sollten alle Achsen per Hand weg von den Endschaltern gefahren werden, da die drei Schalter parallel geschaltet sind. Nur wenn keiner der Schalter geschlossen ist, kann über den Befehl $H das Homing gestartet werden, womit alle Achsen zu den Endschaltern fahren. Das funktioniert mit der Z-Achse problemlos. Zu sehen ist allerdings, dass sich die X-Achse weg vom Endschalter bewegt und bis zum Anschlag auf der gegenüberliegenden Seite fährt. Der Notausschalter unterbricht den Strom nicht, sondern sendet lediglich ein Signal an einen Pin der Schnittstelle, der per Software abgefragt werden kann. Da GRBL diesen Pin nicht abfragt, ist der Schalter wie zu sehen ohne Funktion. Um eine Fehlfunktion abzubrechen, hilft es nur, den Ausschalter zu betätigen, womit alle Schrittmotoren stromlos gemacht werden. Nach dem Ausschalten der Next 3D wird der G-Code-Prozessor weiterhin über die USB-Buchse mit elektrischer Energie versorgt, womit das Programm weiterläuft, bis dieses die Fahrt zum Endschalter mit einer Fehlermeldung abbricht.
Das Programm kann unterbrochen werden, indem die Schaltfläche Soft Reset angeklickt wird. Dann stoppt die Firmware unverzüglich alle Motoren der Next 3D. Ursache für den Fehler bei der Fahrt zu den Endschaltern sind falsch gesetzte Parameter in GRBL. Mit dem Befehl $$ können die gespeicherten Werte aufgerufen werden. Mit dem Befehl $23 gleich 1 wird der Firmware mitgeteilt, dass sich der Endschalter der X-Achse auf der gegenüberliegenden Seite befindet. Für die Y-Achse muss die Bewegungsrichtung umgekehrt werden, was mittels $3 gleich 2 gemacht wird. Der Wert für den maximalen Fahrweg der Y-Achse ist zu groß, was durch $131 gleich 295 zu korrigieren ist und für die Z-Achse sind hier 90 mm zu setzen. Wird erneut der Befehl $H eingegeben, so fährt die Next 3D nun alle Achsen wie gewünscht zu den Endschaltern. Neben dem direkten Senden von G-Code-Befehlen können die Achsen ebenso per Maus oder Tastatur angesteuert werden. Nach Klick auf die entsprechende Schaltfläche werden alle Achsen zum Nullpunkt gefahren. Der Nullpunkt der Z-Achse ist der höchste Punkt, dieser wird als erstes angefahren. Mit der von mir gewählten Konfiguration von GRBL befindet sich der Nullpunkt der XY-Ebene links vorne auf der Arbeitsfläche. Auf dem Computer gespeicherte G-Code-Dateien können über ein entsprechendes Menü ausgewählt werden. Durch Druck auf die Schaltfläche Send werden die gespeicherten Daten übertragen und die CNC beginnt mit der Abarbeitung. Ohne Frechbindel wird hier mit einem Stift die gewählte Datei geplottet. Die Geschwindigkeit der CNC kann über mehrere Parameter optimiert werden, sowohl in der G-Code-Datei als auch in der Firmware. Eine Fräse ist deutlich komplexer in der Handhabung als ein Bürodrucker. Der Bearbeitungsfortschritt kann von dem Universal G-Code Sender in einem separaten Fenster angezeigt werden. Als Betriebssystem verwende ich Linux Mint in der Version 18.3 auf meinem alten Werkstatt-Laptop. Die kraftvollen Schrittmotoren sind bei der Arbeit deutlich zu hören. Eine CNC-Fräse ist kein Gerät fürs Büro. Als Plotter ist die Next 3D natürlich nicht konzipiert. Welche Materialien mit einer entsprechenden Frässpindel bearbeitet werden können, zeige ich in einem folgenden Video. Alle Infos zu dieser Next 3D und der von mir verwendeten Software gibt's auf meinen Seiten. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!